Willkommen zu einer weiteren Folge Prison Architect mit mir, Castignon. Und ich habe ausnahmsweise mal 90 Frames gerade, aber es kommt wahrscheinlich daher, dass gerade nichts passiert, denn ich stelle das jetzt alles wieder an. Und, boah, das ist voll faszinierend, bei Outer City seine Tonspur halt zu gucken, während die aufnimmt. Finde nämlich einmal so, versuche ich immer, die Tonlage zu halten, und das ist gar nicht so einfach, wisst ihr? Weil Outer City nimmt ja alles auf, also jede kleine Veränderung, und das ist echt tricky, aber das ist echt faszinierend. So, Leute sind wieder am Arbeiten, freut mich natürlich sehr, sehr schön. Ich habe wieder Frame Drops. Das freut mich nicht sehr, sehr schön. Ich habe einen Arbeitsplatzzuwachs von hier beides voll und da auch alles voll. Das ist natürlich bombastisch. Denn das bedeutet, wenn ich hier die neue Kantine, Workshop bauen werde, ist auch alles toll und so. Und da können auch, arbeiten auch direkt wieder ein Haufen Leute rein. So. Hier sind die natürlich Leute gerade alle am Holzfräsen und hier sind auch drei am Holzfräsen. Ist natürlich sehr, sehr geil. Was sagt denn meine Tischler- bzw. Küchenunterweisung? Der Tischler, der eine, der das machen möchte, der ist natürlich hinterher dran, wenn Grund- und Allgemeinbildungsprogramm fertig ist. So, Allgemeinbildungsprogramm sitzen momentan drei Leute, obwohl noch einer interessiert ist. Das wären dann vier und Grundbildungsprogramm sind auch fast alle Plätze belegt. Ist natürlich sehr, sehr geil, denn so kriege ich natürlich ein bisschen Rate von wegen, mein Gefängnis hochgeratet, dass auch ganz viele Leute kommen, nämlich die Gefängniswertung ist nämlich hier, 28% ist nur rückfällig, ist nur die Rückfälligkeitsrate. Mit Reform bin ich ja noch hart dabei, Security ist ganz gut, Health ist natürlich ein bisschen scheiße, aber da passiert halt. Punishment ist natürlich ziemlich hart, weiß ich, aber passiert. So. Denn mit dem ganzen Quatsch ist das natürlich dann schlussendlich so, dass ich dann auch, dass man da auch bestimmt irgendwann, wenn die Alpha weitergeführt wird und das noch Beta wird und vielleicht auch irgendwann mal sogar fertig wird, dass, ich habe den Zeitplan editiert, Freunde. Dass, wie wollte ich sagen? Wo bist du? Du hast jetzt hier Tischler ausbildung. Ach, weil das keiner machen will. Ist der da nicht, oder wie? Dass es da bestimmt auch nochmal Geld für gibt. So nach dem Motto wollte ich übrigens sagen. So, ich habe wieder 4000 Exporte hinbekommen. Das ist natürlich ein ganzer Haufen. Ich werde jetzt mal gucken, was der Quatsch hier kostet. Nur 1280. Dann kann ich den nämlich schon mal bauen. Und ich werde euch, also den Raum hier mal. Oh, da möchte sich einer einer Drogenvergiftung draufgehen. Wo denn? Wie schnell kommt? Ach, der ist schon weg. Ach nee, der wird noch nicht, ist noch nicht weg. Wie über da ist es? Ah, der kommt jetzt aber, der Typ. Schafft er noch die Gefahr? Wo muss der denn hin? Der muss durchs halbe Gefängnis. Schafft er aber, weil er hier den schnellen Weg laufen konnte. Genau, hier habe ich halt jetzt ein wunderschönes Etwas gebaut, das sich schimpft. Vier, fünf, ja. 3, 4, 5, weg. Also kommt hier Tür hin und da. Und da kommt eine hin. Ja. So würde das dann gehen. Und dann hätte ich hier auch schon Stromleitern durchgejagt. Und dann könnte ich das nämlich schon direkt mal ein wenig aufbauen. Wobei das dann natürlich mein Leerraum wird. Zumindest ist so der Plan, weil der ein wenig größer ist. Können da mehr Leute drin. Ist klar, ne? So, das ist schon wieder eine Überdosis. Ich hätte gerne eine neue Werkstatt. Wo dann übrigens, um eben zu nahe zeigen, 10 Leute arbeiten könnte. 10 Leute, das bedeutet, dass ich 1, 2, 3 schon mal von euch baue. 1, 2 von euch. Und dann erstmal fertig bin. Dann möchte ich gerne den Zeitplan
ein bisschen kleiner haben. Kann man den eigentlich kleiner machen? Weil der steht ein wenig im Weg. Das ist die erste ist also die neue. Das bedeutet, du kommst da rein und du kommst da auch rein. So, jetzt muss ich dich einmal wieder hier hinziehen. Denn so würde das heißen, dass ich hier noch Kabel brauche. Wofür ich auch gerade so noch genug Geld habe. So, ich brauche jetzt eigentlich noch einen Tisch drin. Den werde ich auch kriegen im Laufe der Zeit. Aber vorläufig ist es erstmal wichtiger, dass da Leute arbeiten können. Und ich ein paar mehr Handlanger habe, die Holz rumtransportieren können. So. Küche ist fertig, hier ist fertig. Ach scheiße, das muss ich noch ausbessern. Ups, habe ich vergessen, tut mir leid. Ich kann ja mal eben Holz verkaufen, hier liegt ja noch ein bisschen. Werden auch direkt neue Bäume gekauft. Das ist auch gut. Da habe ich nämlich wieder 3000 Geld. Das bedeutet, dass ich hier wirklich ein paar Tische hinsetzen kann. So. Und auch ein paar neue Workshop-Saws. Und ich würde hier da gerne das Verhältnis 6 zu 4 machen und nicht 5 zu 5, beziehungsweise 4 zu 4. Damit ich ein wenig mehr auf Holz gehen kann und auch ein paar Tische hier noch reinlagern kann. Wobei, wenn ich jetzt, kann ich hier auch ganz viele Tische hinsetzen. Nee, ich mache hier mal 6 zu 4 oder 7 zu 3 oder so. So, Elektroschocker sind damit gekauft worden. Hier habe ich keinen Strom mehr für die letzte Saw. Das ist aber jetzt gerade relativ egal. Meine Freunde gehen gerade futtern. Wie ihr vielleicht seht. Und hoffentlich haben genug Essen. Natürlich nicht. Wo bleibt fehlt denn Essen? Hier fehlt Essen und hier haben sie viel zu viel mal wieder. Ja, weil hier einfach mehr Köche sind. Klar. Ach, das ist total scheiße. Mal ernsthaft. Dass die Köche so ungleichmäßig aufgeteilt werden. Die kriegen das gar nicht, Essen gar nicht schnell genug raus. Und wenn ich nur eine Stunde Essen habe, oder zwei, eine, ich glaube eine dieses Mal. Tagesplanung, ne, zwei sogar. Zwei Stunden Essen kriegen das nicht raus, okay. Interessant. Naja. So. Ich habe jetzt sofort wieder Arbeitszeit. Krieg dann wieder einen Haufen Knie. Freue mich schon drauf, dann kann ich nämlich den Workshop hier weiter ausbessern. Mein Freund, der Vorarbeiter. Oh fuck, ich muss ja noch den da reinbringen. Der muss hier noch irgendwie rein. Shit. Ich glaube, dann mache ich das Verhältnis von 5 zu. Ne, von 6 zu 3 zu 1. So, dann kann ich hier unten alles mit Tischen voll klatschen. You know? Ich hoffe, dass ihr wisst, was ich meine. Hallo, Werkstatt. Danke. Denn dann werde ich hier den Tischlertisch hinsetzen. Das war diese erste Sicherheitsunterweisung. Die zweite kommt jetzt wahrscheinlich. Ein paar Leute arbeiten hier ja immerhin. Der Tisch ist auch schon fertig. Wie sieht es das Allgemeinbildungsprogramm heute aus? Zuerst mal 5 Leute beim ersten oder beim zweiten? Programme? Ah, beim zweiten wollen mehr machen. Okay. Allgemeinbildungsprogramm wollen noch 3 Leute machen. Und 3 Leute wollen Tischler machen. Also könnte ich das jetzt sogar hinkriegen. So, den möchte ich nochmal neu ansetzen. Militäre Zeitplan. Wo ist denn der Tischler? Nee. Kommst hier runter, bitte. Danke. Denn ich hätte ich ganz gerne, dass du auch wirklich einen mitnimmst. Allgemeinbildungsprogramm sind jetzt sogar 4. Also wenn die das alle bestehen würden... Gut ausgezeichnet, der könnte es schaffen, der wird knapp. Der könnte es schaffen und der könnte es auch knappen. Schaffen. Ja, das schaffen die alle, ich glaube an euch. Dann hätte ich nämlich schon das ganze Zeug zusammen. Gerade wird auch ganz viel Holz produziert, wie ihr seht. Und ich würde dann bald diesen Forest hier nochmal ausbauen. Weil wenn ich diesen auch noch voll habe, dann läuft das nämlich ziemlich der. Und ich habe momentan Arbeitsplätze, die fast alle bis auf 3 bevölkert sind. Und dann kriege ich natürlich richtig Asche. Ich habe hier jetzt auch schon wieder einen Haufen Holz liegen, wie ihr seht. So, wo ist denn der Tischler? Der kommt hier jetzt ran und der versucht das. Oh, er versucht es. So, wie sieht er dann auch? Du Scheiße, der wird das nicht schaffen. Gut, der hat schon mal nicht geschafft. Ist gut zu wissen schon im Voraus.
Was sagen die Exporte denn momentan? Weil momentan wird ja relativ... Ah, wenn man vom Teufel spricht, da wurde gerade ein ganzer Haufen Holz verkauft. Und da wird jetzt auch wieder ein ganzer Haufen Holz verkauft. Ja, mit 5 Dingern. Ist schon nett, durchaus. Ah, da ist... Hat er doch nochmal stehen geblieben und nimmt den 6. noch mit. Interessant. Ist natürlich sehr praktisch, dass die den LKW-Fahrer jetzt eingebunden haben. Oder bleibt er nochmal stehen? Holt er sich noch einen? Der holt sich den auch noch. Und den holt er sich auch noch, ein kompletter LKW. Leute. Okay, fast zumindest. Es gibt natürlich nochmal einen richtigen Batzen Geld, du. 6.500, dann müsst ihr euch mein Leben erlegen. 6.000. So, ich hätte gerne die letzte Tischform und die letzte Hydraulikpresse. Dann hätte ich gerne hier noch ein Kabelchen. Gucken, was der Strom sagt. Der Strom sagt alles fein. Und dann kann ich den Rest jetzt mit Tischen zu klatschen. Und das werde ich auch tun. So. Das läuft besser. Und. Oh. Ich jetzt noch 5 Tische drin. Fertig ist. So mal geht das nicht, ne? Ah, geht auch. So, fertig. Jetzt noch. Und jetzt habe ich wohlgemerkt noch 13.000 Knete. Ja. Das ist natürlich extrem pornös. Jetzt habe ich noch 13.000 und jetzt. Jetzt kann man den Auftrag von wegen mal hier ausbessern und so annehmen, weil obwohl ich das immer noch nicht hinkriege und das in nächster Zeit wahrscheinlich auch nicht schaffen werde, weil meine Leute einfach unglaublich unfähig sind, wird das auf Dauer wohl relativ witzig werden. So, ich kann jetzt auch hier mal ein wenig weiter basteln. Denn mein Plan ist eigentlich, dass die hier einmal durchlaufen müssen. Aufgrund dessen, dass ich Angst habe, dass die hier alles kaputt machen, meine Gefangenen. Wenn ich da dann noch ein paar Türen zwischenbaue, ist das natürlich sehr praktisch. So, hier unten sieht es noch ganz gut aus. Rüstungskammer, was sagt? Das will ich noch gar nicht ausbessern. Ich muss jetzt eigentlich warten, dass ich mich wirklich hier in eine Breite einmal machen kann, damit ich vernünftig Knete bekomme. So. Holz liegt ja noch ein bisschen rum, aber das warte, lasse ich jetzt erstmal. Und überlege jetzt, was ich hier noch hinsetzen könnte. Weil. An sich, klar, Forestry immer ausbauen ist natürlich praktisch, aber ich brauche auch die Kapazitäten dafür. Und auch die Gefangenen, um das natürlich hinzubiegen. Wenn ich das nicht habe, ist das sowieso alles für die Katz. Wo ich glaube aber, dass wenn ich jetzt hier die Forestry nochmal hinsetze, dass ich den Rest mit Gefängniszellen vollklatsche, sich alle Leute freuen würden. So, dann muss ich natürlich noch hier einmal. Ah, warte. Die letzte Reihe mache ich mal weg. Nee, 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 warte. Das war einer zu viel. Der muss da bleiben. Und dann setze ich jetzt hier einen Weg her. Und hier ein. Damit das auch alles passt. Dann habe ich jetzt noch 6.000 Geld. Und könnte hier die Mauer ziehen, dass ich dann nachher da hinten dann auch wirklich die Zellen hinsetzen kann. Und dann kann ich hier alles zuklatschen mit einem Quatsch. Natürlich bräuchte ich dann eigentlich hier eine Kantine, weil die könnten nicht nach da hinten durchrennen. Logistisches Problem. Kriege ich aber auch gelöst, hoffe ich. So, ich werde hier jetzt erstmal 2 schwere Gefängnistüren reinklatschen, damit hier auch ja keiner reinjagt. Kommt. Reinjagt gekommt. Und natürlich würde ich auch ganz gerne. Und hier bitte das gleiche. Einfach aufgrund dessen, dass die dann hier reinrennen können, vernünftig. So, und dann kommt hier jetzt auch so schnell keiner mehr rein. So, hab mein ganzes Geld wieder verprasst. Aber jetzt bin ich wirklich so weit, dass man auch arbeiten kann. So, krieg jetzt Holz. Zumindest ein bisschen. Hab hier eine schöne Mauer sitzen. Dass ich hier Gefängniszellen hinsetzen kann. Wie breit ist denn das? Kann ich mal eben gucken. Planungstool. Wie? Wände. Ist das irgendeine schöne Zahl? Das ist 18. Also werde ich die. Wie breit so? 25. Ich brauche 23. Nö. Ja, dann hätte ich noch irgendwie 2 frei. Dann könnte ich hier noch 2 weitermachen eigentlich.
Mal überlegen, wie ich das mache. Ehrlich gesagt. Weil ernsthaft, ich brauche ja wirklich nur 12. Nur Nummer 11. Und die Baumschule noch um 2 erweitern. Aber das reicht nicht, oder? Nee, ich glaube, dann mache ich hier irgendwie drei Telefonzellen so yardmäßig, wisst ihr? Kommt hier einfach quasi der Raum hin. Genau. Kommen hier die zwei Gefängniszellen hin, was hier hinkommt, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Irgendwelche Drogennischen am besten. So, und hier nochmal 23 und 12. Dann plane ich hier schon mal die nächsten Gefängnisblöcke vor. Hab natürlich wieder kein Geld mehr. Plausiblerweise habe ich ja nie, wisst ihr ja. Und könnte hier dann wirklich Drogennischen und den ganzen Quatsch hinsetzen. Aber ich, wenn ich Geld hätte. So. Hier liegt noch ein ganzen Batzen Holz rum, den die jetzt hoffentlich alles wegbringen. Fordern die schon 9 LKW an? Nee, aber die machen auch gerade nichts. Meine Gärtner sind am Arbeiten. Immerhin etwas. Und da wird der LKW angefordert. Ach ja, ich wollte hier nochmal Wege hinsetzen, damit die hier auch vernünftig durchrennen. Der LKW wird sowas von voll mit Holz, das glaubt ihr gar nicht. Es habt natürlich wieder Frame Drops, traurigerweise. Finde ich echt schade eigentlich. So, LKW ist voll. Und mit diesem wunderschönen Bild, das eines vollen LKWs mit unglaublich viel Holz, verabschiede ich mich von euch, sage danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.